Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es sind noch, meine Damen und Herren, wenn Sie es mir gestatten, einige Punkte offen. 6 bis 15, 20 bis 29, 32 bis 38, 40, 42 bis 44, 48 bis 62, 78 bis 81 und 82. Also, wir müssen uns daran halten, dass wir es bis 17 Uhr, 17.30 Uhr schaffen. Es ist noch eingegangen. Ja. Allgemeiner Zuspruch. Noch eingegangen. Verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Respekt vor der Arbeit eines Laufenden Untersuchungsausschusses, Drucksache 19-2692. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird der Dringliche Entschließungsantrag Top 83 und kann mit 62 aufgerufen werden. Außerdem eingegangen ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Arbeit des Untersuchungsausschusses, 19-2, Drucksache 19-2694. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann kann der Dringliche Entschließungsantrag Top 84 werden, wenn keiner widerspricht, mit 79 aufgerufen. Bitte sehr, Kollege Rudolph. Damit das dann auch formal korrekt ist und wir nicht irgendwie rechtliche Probleme kriegen, die Drucksache Nummer 19-2692 handelt von dem rechtswidrigen Umgang mit Steuergeldern, also UNA 19-1. Sie hatten eben 19-2 gesagt. Kann ich mich gar nicht erinnern, aber wenn es so ist, dann mag es so sein. Dann halten wir das so fest. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute mit offenem Ende, ohne Mittagspause. Wir beginnen mit den Sitzpunkten der Fraktionen im Rahmen der Aktuellen Stunde. Die Fraktionen haben sich auf folgende Reihenfolge geeinigt. 78, 79, 14 mit 13 verbunden und 62 mit 83 aufgerufen. Danach Top 80 mit den Tagesordnungspunkten 49 und 82 verbunden. Die Redezeit beträgt jeweils bei den Sitzpunkten 10 Minuten je Fraktion. Danach fahren wir mit Top 6 fort. Es fehlen heute entschuldigt der Ministerpräsident Bouffier ab 10 Uhr, der Staatsminister Wintermeyer von 12 bis 14 Uhr, die Frau Staatsministerin Lucia Buttrich ganztägig, der Staatsminister Al-Wazir ab 13 Uhr, Frau Staatsministerin Hinz ab 16.30 Uhr und Herr Staatsminister Grüttner von 13.30 Uhr bis. Stimmt das nicht hier von 13.30 Uhr bis 15 Uhr? Also, der Staatsminister Grüttner hat sich jetzt anders entschieden aufgrund der Zwischenrufe. Er ist da. Der Staatsminister Prof. Lorz von 12 bis 14 Uhr und der Staatsminister Rhein von 12 bis 14 Uhr. Meine Damen und Herren, das hat sicher auch mit dem Staatsbesuch etwas zu tun. Der Kollege Banse fehlt erkrankt. Dann unsere Fußballmannschaft sehe ich gar nichts. Sie hat im November nicht gespielt, also auch im November ungeschlagen. Herzlichen Glückwunsch, Wolfgang. Dann noch ein Hinweis. Seine Exzellenz, der Staatspräsident der Sozialistischen Republik Vietnam, Herr Truong Tan Sang, wird heute den Hessischen Landtag besuchen. Entgegen der Ankündigung vom Dienstag wird unser Gast keine Rede vor den Abgeordneten hier im Plenum halten. Das zu Ihrer Information. Das war es mit den amtlichen Mitteilungen. Wenn von Ihnen nichts mehr ist, fangen wir an.